Heute mit einem Spiel. Das gibt's noch immer, ist noch nicht mal mit Bildchen in Steam drin. Beginne ein neues Spiel. Es heißt Bujonsansi. Keine Ahnung. Bujonsansi. Ich weiß nicht, wollen wir einfach. Ich würde sagen, wir auch Tutorial, die Grundlagen, keine Ahnung. Wir starten einfach mal und nennen das Titanic. Nee, keine Ahnung. Atlantis. So. Private Invasions. If you toggle, want to random in your game. Nein, will ich tatsächlich mal noch nicht haben. Und zwar, ich weiß nicht, wie das Spiel funktioniert. Tipps. So, Town Center. Es ist mal wieder so ein klassisches Spiel. So, halt machen. Halt machen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Stadtzentrum. So, es schaut ganz okay aus. Ah, guck mal, ich kann bewegen. Okay. Bauen. Was braucht man? Gärtner. Ein Fischer. Machen wir mal einen Fischer hierher. Ich muss den also immer so. Fängt Fische, die im mittleren Nährwert haben. Das Gebäude sollte nicht zu viele Nachbargebäude haben. Plünderer. Durchsucht das umliegende Meer nach versunkenen Holzbrettern und Schrottteilen. Viele angrenzende Gebäude verringern die Effizienz. So schmeiße ich die mal da. Sammler. Sammelt schwimmende Algen und Schrott in der Nähe. Viele angrenzende Gebäude verringern die Effizienz. Taucher sucht den Ozeanboden nach wertvoller Erde ab. Taucher findet geringer Wahrscheinlichkeit, Proben braucht man nicht. Abholen. Jagt Meerestiere wie Wale, aber nur, wenn sie in der Nähe des Gebäudes sind. Fallsteller lässt für längere Zeit einen Krabbenkäfig auf den Meeresboden herab, der alle Krustentiere in die Nähe einsammelt. Die Falle kann frühzeitig mitgeholt werden. Benötigt Fisch als Köder. Okay, erstmal noch nicht, ich würde erstmal so ein bisschen. Recycler. Sortiert Müll, hauptsächlich Plastik zu finden. Möglicherweise findet er Arbeiter auf Schrott oder Holzbretter. Mühle mahlt Getreidekörner und produziert Mehl. Mehl wird zur Herstellung von Brot verwendet. Okay. Bäckerei, Brandquelle. Okay, würde ich tatsächlich. Metzger auch aber noch nicht. Raffinerie auch erstmal noch nicht. Brandanfällig. Military. Fernkampfkaserne, Harpunenturm, Turm. Wasserwerfer. Unity? Bordküche. Die Bewohner, die manchmal essen, die empfangen werden. Besonders gut gesättigt und das Gebäude kann. Hat unbegrenzten Lagerplatz. Lager. Okay. Tatsächlich hätte ich das jetzt einfach mal so gebaut. Medizinhütte, Motor. Okay. Filterstation. Filter verschmutzt aus dem umgebenden Wasser heraus und sammelt es in konzentrierter Fassung verarbeitet. Wasser. Ah nee. Gefängnis, Brücke, Plattform. Aber ist noch nichts. Okay. Aber ist nichts. Okay, Werkzeuge. Deep Diver. Alles pausieren. Overlay. Okay, Gesetze. Extreme Bevölkerung. 100%. Wie kann ich das wieder wegmachen? Ach so. Wir schmeißen dann Leute einfach runter. Meeresquarantäne. Das Leben im Freien. Oh, ich hab. Oh nein, ich hab noch. Ich würde mal sagen, wir gehen mal dahin. Mit unserem Floß. Oh. Irgendwas ist hier. Schrott.
Bord geworfen. So, geh mal hier hin. Weil hier ist ja der Recycler. Da war der Plünderer, also irgendwo hier. So eine Floßstadt sozusagen und bewegt sich hier so ein bisschen durch die Welt. Was ist das hier? Herumtreibende Ressourcen. So. Gehen wir erstmal hier hin. Damit können wir anscheinend immer so ein bisschen bauen. So Zeug ein bisschen machen. Holz beim Fischer angespült worden. Fischschwarm. Oh, das ist nice. Gehen wir mal hier hin. Floß mit Überlebenden. Also wir können gerade nicht weiter nach... Ah, doch. Ah, wir müssen immer unser Floß im Bild im Blick haben. Aber nach oben und nach unten nicht. Nur nach links und rechts, oder? Ja. Wir müssen immer unser Floß so ein bisschen im Blick haben. Drei Ruderer haben wir gerade. Gehen wir mal hier hin. Hunger. Umfang des Hungers entscheidet darüber, wie die Ernährungswerte sinken. Das Hunger, das Essen von Nahrung verringert Hunger. Ja, ich weiß aber tatsächlich nicht, wie sie Nahrung essen. Überleben? So. Lass sie in Ruhe vor. Iss sie auf, rette sie. Irgendwo hier war ja so ein Fischschwarm. Gehen wir mal dahin zu dem Fischschwarm. Ach, wir können aber nicht genau in das reingehen. Okay. Ich würde sagen, wir schauen erstmal, dass wir ein bisschen die Grundressourcen bekommen. Eben halt Nahrung und allem drum und dran. Gehen wir mal zu dem Fischschwarm hier. Der feiert es jetzt natürlich. Sammelt Fische vom Fischschwarm. Das sind sogar mehrere. Und wir bauen einfach mal... Sammler, Tieftaucher, Harpunier. Wir bauen nochmal einen Fischer. Und noch einen Fischer. Was kostet der? Oh, 20 von denen nur Holz. Okay, da haben wir jetzt tatsächlich gar keinen. Sammler immer so ein bisschen abwechseln. Und dann hier. Wer warst du? Du warst ein Recycler. Ja, ein Schritt. Recycler, da zeigt so ein Schweiß nicht, dass wir ein paar haben. Dass wir uns hier ein paar haben. Okay, das ist in Ordnung, der Bau dauert etwas länger. Unity, tatsächlich hätte ich gern vielleicht noch so ein Lager. Gewächshaus. Oh, wäre auch cool. Warte mal, da war doch irgendwo, wo war denn das? Schmelzhütte? Mühle? Metzger? Gewächshaus? Mühle? Okay. Achso, das ist jetzt erst fertig. Ah, der Recycler ist jetzt erst fertig. Okay. Da war noch irgendwo Lager. Ort. Würde ich tatsächlich nochmal bauen. Und ein Lager. Nehmen wir den hier mal mit so ranbauen. Und hier sind zwei so größere Arme mit Zeug machen. Also halt mit Fischern und hier halt eben mit Sammelwerkzeug. Also Nahrung geht schon mal nicht aus.
würde ich fast sagen. Wir haben Fisch. Das ist Fisch. Fisch 21. Wir brauchen aber Ressourcen. Viele Aufgaben derzeit nicht beendet. Nicht vollendet. Ja, das ist klar, hier das Bauen. Hier bei der Recycler hat noch ein bisschen gefehlt, aber ich glaube, wir sollten ja ein bisschen Rohstoffe jetzt rankriegen, weil wir hier Plünderer und allen und Sammler und so Zeug ein bisschen haben. Hoffe ich jetzt einfach mal. Krustentiere, Fleisch, Brot, Algen. Leicht zusammen mit wenig nahrhafte Nahrung. Ach, haben wir so... Warte mal kurz, haben wir... Fischer fängt Fisch. Plünderer durchsucht das umliegende Meer nach versunkenen Brettern, Schrottteilen und angrenzenden. Die verringern die Effizienz. Sammler sammelt schwimmende Algen, genau. Ja. Was ist das? Müll. Ach so, Müll. Müll kann er auch finden. Der Plünderer kriegt Holz, also hier Holz und Schrott. Der hier macht halt Fisch. Eigentlich müsste es ja auch relativ gut funktionieren. So, der produziert Plastik, Schrott und Holz aus Müll. Da würde ich gar keinen weiteren nochmal hersetzen. Für zwei Recycler, ich würde ehrlich sagen, das reicht uns. Ich würde eher hier mal so... ich glaube, wir müssen ein bisschen rumgehen. Ja, gut. Lass uns erstmal die Fischer machen, weil wir haben ein bisschen Nahrung. Schon vorbei. Wir haben Fische und Algen. Ich würde schon nochmal irgendwo was sein. Geben wir mal hier. Wir haben 9 Ruder. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir das Spiel zu laut haben. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir das Spiel zu laut haben für die Musik, die da kommt. Alter, ich habe das gerade von 100% auf 20 runtergeschraubt. So. Warum bewegen wir uns nicht? Pause. Pause. Warum bewegen wir uns nicht? Weil wir durch den Fischschwarm durch müssen? Nee. Okay, ich glaube, wir haben es tatsächlich schon verkackt. Warte mal, zurück zum Hauptmenü. New Game. Atlantis. Ganz einfach, weil wir untergehen werden. Weil wir gehen unter. So, weil ich habe nicht ausgesehen, ich wollte da nur mal so kurz anschauen, weil dann eine Prozentzahl war. So. Fischer. Machen wir mal nur die, so relativ wichtigen. Ach, jetzt ist es... Warum ist es... Nein, warum ist es jetzt auf Englisch, hä? Settings. Warum war das jetzt auf Englisch? Deutsch. Atlantis. Ich muss dazu sagen, das Spiel ist noch komplett in der Entwicklung wieder. Und allem drum und dran. Ihr kennt mich ja. Ich schaue, ich habe ja gerne solche Spiele. Ich gucke ja auch gerne nochmal rein, was da nochmal rauskommt. Das Spiel ist wie immer halt einmal komplett noch in der Entwicklung. Wir haben sogar Bier. Cool. Tatsächlich will ich Fischer und Plünderer weiterhin machen. Also, wenn wir... Oder wir machen hier so einen Arm ran. Ja, tatsächlich nicht. Würde ich eher so machen. Und dann hier einen Sammler. So, das wäre jetzt mal so für mich wichtig. Lass mal erstmal da machen. Wir haben gerade mal kurz ein bisschen kennengelernt. Spiel kann böse sein. So, in der Zeit bewegen wir uns mal hierher. Zu der Ressource. Dass wir hier die Ressource bekommen. Und was schön ist bei dem Spiel, ich kann hier einfach die Kamera an- und ausmachen und das Spiel minimiert sich nicht. Fischergebäude wurde gebaut. Yay! Bewegen wir uns mal ein bisschen rum, holen Ressourcen so ein bisschen überall ran. Erstmal so einen Recycler will ich aber auch machen, weil ich glaube, wir werden bestimmt bald Schrott haben. Aber der ist ziemlich teuer, habe ich festgestellt. Hat 10 Schrott. Ach ne, Müll. Müll ist ja das, was wir gar nicht wollen. Jetzt gucken wir uns hier trotzdem nochmal um. Was ist hier?
Plünderer wurde gebaut. Okay, dann können wir, würde ich hier mal hingehen. Sonst sehe ich hier tatsächlich auf dem Wasser gerade gar nichts. Ah doch, hier versunkene Brauerei. Gehen wir mal dahin erst. Und dann zu dem Schrott. Hier sind ja gleich zwei Sachen. Und hier oben ist Treibholzhaufen. Nice. Hier ist auch noch was. Treibholzhaufen. Aber tatsächlich kein... Spielt das irgendwie so ein bisschen in der Zukunft, wo die Welt untergegangen ist? Können wir mal schnell Audio hier mal hart runterschrauben? Mehr. Die Musik ist mir ein bisschen laut. Dann mache ich es nicht lieber gesamt einen Ticken lauter. Boah, das ist mir immer noch ein bisschen hart laut. Die Musik. Und hier auf 15, ha? Machen wir 20. Ne, wir machen 5. Ja, doch, wir machen mal 20. Und das Spiel an sich nochmal einen Ticken lauter. Jetzt höre ich es auch nicht. Also 25. Oh, warte mal. Stärke. So, und ich kann meinen Regler da drüben eigentlich wieder komplett hochschieben, ha? Hey, Sven. Warte mal. Machen wir hier. Es ist, fühlt sich übelst laut an, auf dem Pegel da an der Seite. Doch mal hier so 50 und mir knallen die Gesamtlautstärke lieber noch ein bisschen runter. Weil wenn ich das sehe und der schlägt hier immer voll bis voll hoch aus. Ist voll krass. Der schlägt voll aus. Hier, der Übersteuerer geht ins Rote rauf. Krass! Machen wir so 30, ja? Aber das ist ziemlich leise. Die Musik. Jetzt hörst du die Musik gar nicht mehr. Das war relativ schöne Musik. Und löst sie einfach aus. So, gucken wir uns mal die versunkene Brauerei an. Jetzt ist sie wieder da. Ich check mal kurz. Okay, das Spiel ist mega laut. 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 Mal kurz testen. Mal kurz testen. Mal kurz testen. Okay, sollte passen. Okay. Versunkene Brauerei. Wollen wir uns angucken, natürlich. Ah, versunkene Brauerei. Trinken, sammeln. Sammeln. Ja, sammeln. Würde ich sagen. Boah, das kommt mir immer noch viel zu laut vor. Das kommt mir echt viel zu laut vor. Okay, ich hoffe, jetzt ist es besser. So, jetzt habe ich da nicht einfach mal... Wird hier jetzt gesammelt? Ein neuer. 5 benutzen versunkene Brauerei aus verschiedenen Gründen. Ah. Ja, ich hoffe, das wird jetzt da gesammelt. Sammeln. So. Wir haben noch nicht so wirklich Treibholz. Gucken wir uns das einfach mal an. Aber wie gesagt, ich kann hier eigentlich ziemlich schön rausgehen, ohne dass es sich minimiert. Was aber egal ist, weil ich heute nämlich versuche mal wieder ein bisschen mehr zu dampfen. Statt so viel. Kann man hier eigentlich die Zeit irgendwie verändern? Das würde ich mir noch wünschen. Fernkämpfer? Spezialisten? Ja, okay. Arbeiter? Wächter? Inaktiv. Müsste jetzt keiner sein.
Technologien? Oh Gott! Ach hier. Schnell. So, sonst sind wir hier mal hier. Da, das alles ein bisschen einsammeln und dann gucken wir mal rum. Tun wir die versunkene Brauerei ein bisschen plündern. Nahrungstechnisch schaut es ja noch ganz gut aus. Haben wir keine Probleme. Holztechnisch, so, ja, okay, können wir tatsächlich nicht weiterbauen gerade. Aber die produzieren alles, so wie es ausschaut. Das ist schon mal ziemlich nice und ziemlich gut. Übrigens, jetzt keine Internetprobleme. Gut, ich würde mal sagen, aktuell sind auch noch nicht so viele auf Netflix und was weiß ich in der Welt. So, dann gehen wir mal hier hin. Weil hier habe ich was gesehen, hier oben ist was und da gibt es auch Treibhaus. Aber hier sind Ressourcen nochmal herumtreibende, die holen wir uns. Dann gehen wir hier, hier, hier hin. Dann können wir da, denke ich, schon einiges mitmachen. Müll haben wir noch keinen gesammelt. Da haben wir wieder Zeug gefunden. Schrott angespielt worden. Yo, nice. Jetzt gehen wir hier hoch. Und sammeln da mal ein. Wir bleiben mal auf dem schnellen Tempo. Sehen wir hier sonst irgendwas im Wasser gerade? Ja, hier hinten wäre noch Plastik. Das nehmen wir doch mit. Und was ist hier? Doch noch irgendwas herumtreibendes gesehen. Aber das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile weg. So, dann gehen wir mal hier hin. Sieht tatsächlich echt nichts mehr. Hier die paar grasen wir noch ab. Das Wasser schaut übrigens relativ gut aus. Plastik. Dann hier gehen wir hier hin. Herumtreibende Ressourcen. Und da oben ist ein Treibholzhaufen. Den will ich auf jeden Fall haben. Wir brauchen nämlich noch Holz. Wir haben sogar Müll. Jetzt würde sich ein Recycler lohnen. Holz. Wer hier am Treibhaus-Ding arbeitet, Dings, weiß ich gar nicht. Oder ob man da auch einfach ran kann und sich das einsammelt. Ah, der Plünderer. Okay. Würde ich gern mal bauen. Wir haben jetzt nicht ein bisschen Holz und auch ein bisschen Zeug. Und zwar würde ich gern Produktion, den Recycler bauen hier. Den Recycler her. Da haben wir tatsächlich gerade alles da. Und wir gehen nochmal auf einen Fischer. Hier wieder. Und warten jetzt erstmal. Wenn das fertig gebaut ist, sollte man das hinkriegen. Bei der Plünderer? Ja. Doch. Viel Holz jetzt rausbekommt eigentlich hier raus. Aus dem Treibholz. Würde ich mal sagen. So, aber dann haben wir nochmal einen zweiten Fischer. Wir bräuchten vielleicht hier auch irgendwo mal noch... Fischer wurde gebaut. Nice. Recycler ist auch gleich fertig. Recycler wurde gebaut. Jetzt haben wir schon 5 Leute, die arbeiten. Nur noch ein paar Arbeiter so. Das heißt, wir werden langsamer eigentlich. Ich muss genau aufpassen. Und da wurde der Treibholzhaufen schon aufgebraucht. Wir gucken mal so ein bisschen rum. Sehe ich hier hinten ist eine herumtreibende Ressource und hier sind Floß mit Überlebenden. Würde ich tatsächlich machen. Wir haben noch ein bisschen Essen. Das nehmen wir mit. Das Floß hier hinten, weiß ich nicht. Wir gehen aber mal zu der herumtreibenden Ressource. Nehmen wir die mal mit. Die dürfen wir mal retten. Oder die retten wir mal. Dann haben wir mal ein paar Leute. Hungertechnisch schaut es ganz okay eigentlich aus. Produktion, warte mal, Schmelzhütte, Gewächshaus, Mühle, Unity. Eine Bordküche. Tschupp. Die ist ziemlich teuer sogar, sehe ich. Was ist denn das? Ist das Stoff? Metall? Okay, das haben wir noch gar nicht. Floß mit Überlebenden. Rette sie. Okay. Boah, wie viel haben wir jetzt? Boah, das sind einige. Gehen wir mal hier rüber. Wir müssen noch ein bisschen einsammeln. Und der Müll ist schon verarbeitet. Der Recycler ist sehr gut anscheinend. Der verarbeitet den Müll sehr effizient.
Hier sind außerdem noch Ressourcen, die nehmen wir mit. Das ist halt so ein bisschen im trüben Fischen. Du bist auf dem Meer und musst einfach Handelsposten. Okay. Ein bisschen durchschwimmen. Flop, dann hast du die Ressource aufgesammelt. Schrott wurde beim Recycler angespült. Handelsposten. Ob es hier überhaupt noch Land gibt? Ob man sowas noch finden kann? Wäre mal interessant zu wissen. Aber mit wem handelst du da? Ach, guck mal, da ist einer. Handelsposten. Nimm sie gefangen. Nimm ihnen Ressourcen ab. Fordere Ressourcen. Händler nimmt meine Drohung nicht ernst. Handeln. Handel verweigert, okay. Dann versenkt man halt. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Das wusste ich nicht, das ist mal sowas... Cool, aber wir haben Zeug bekommen. Einfach jemanden gerammt und versenkt. Tschupp, da ist wieder was angespült worden. Müll. Müll ist auch gut, kann halt tatsächlich verarbeitet werden. Hier hinten sehe ich wieder was. Ansonsten... Oh, das ist für echt schwierig, hier so einigermaßen richtig rumzuschauen, weil du hier wenig siehst. Im Wasser. Hat man einfach gerammt und kaputt gemacht. Was hatte der denn? Getreide. Oh, cool. Nahrungstechnisch schaut es auch relativ gut aus. Wir kriegen dazu. Was ich immer sagen würde, das ist sehr gut. Ziemlich nebelig gerade. Tag 4. Müll angespült. Das wird halt auch gleich wieder beim Recycler verarbeitet. Und das relativ schnell. Das Lager ist relativ gefüllt. Die Bordküche fehlt halt Stoff. Oder was war's? Metall. Sagen wir, gucken einfach mal weiter rum. Die Nahrung geht weiter rauf. So lieber mal die Grundressourcen ziemlich... sichern. Hier ist wieder herumtreibender Rohstoff. Hier drüben auch. Müssen wir schauen, dass wir dann hier rüberkommen. So, ich bewege mich einfach mal. Wir haben 5 Ruderer und sammeln so nach und nach einfach alles Mögliche ein. Was wir so ein bisschen auf dem Meer finden. Tschupp. Da haben wir den Schrott wieder eingesammelt. Was ist das? Erde. Benötigt vom A Greenhouse. Okay, es ist noch ein bisschen, wird in manchen Stecken als Währung akzeptiert. Okay. Ein neuer Bewohner ist zur Welt gekommen. Oh, hier ist Schrott. Bloß mit Überlebenden. Würde ich tatsächlich sogar mal nicht nehmen. Wobei, bleib mal da. Wir bewegen uns mal nicht dahin. Müllhaufen. Wir haben Algen. Wir haben ein bisschen Fisch. Wir haben auch Zeug. Pass mal auf, wir nehmen hier den Fischer. Bau nochmal einen Fischer. Wir bauen nochmal einen Plünderer. Und wir bauen nochmal einen Sammler. Kann ich den hier eigentlich... bestätigen, den bauen wir mal ab. Und den bauen wir auch nochmal. Den tun wir nochmal hier. Sollen die 2 nochmal abbauen? Dann mache ich vielleicht hier drüben die Sammler hin. Und hier die Plünderer. Oh, ich krieg die Rohstoffe nicht wieder. Dann kann ich nämlich mit den Plünderern so richtig schön rangehen.